Wer war Anna Magdalena Bach, Johann Sebastian Bachs Eheliebste? Viel gesichertes Wissen haben wir nicht, denn die Archivalien, aus denen die Bach-Forschung die Biografien der Angehörigen des Thomaskantors Bach rekonstruieren muss, geben nur sehr spärlich Auskunft. Die meisten aussagekräftigen Dokumente sind längst verschwunden. Private Mitteilungen gar, die uns den Menschen Anna Magdalena nahebringen könnten, sind ausgesprochen selten. Nicht einmal ein Bild existiert von ihr. Das einzige relativ großformatige Porträt von einem Maler namens Christofori, das es einmal gegeben haben muss, ist verschollen. Und so erzeugen die wenigen erhaltenen Quellen, die uns gesichertes Wissen vermitteln können, vor allem eines: eine große Lücke, die wir mit mehr oder weniger plausiblen Vermutungen, das heißt mit Leben füllen müssen. Ob jedoch aus unserer heutigen Forschungssituation heraus eine wirkliche Annäherung überhaupt noch möglich ist, ist schwer einzuschätzen. Das Bacharchiv Leipzig sammelt seit vielen Jahren historische Quellen, insbesondere auch zur Lebensgeschichte Anna Magdalenas und ihrer Töchter, und bemüht sich, den fast verwehten Spuren von Bachs zweiter Ehefrau nachzugehen. So stellen wir zum Beispiel jedem daran Interessierten hochqualitative Abbildungen der Notenabschriften, die Anna Magdalena einst anfertigte, über unsere Datenbank Bach Digital zur Verfügung. Und wenn wir auch nicht viel wissen, dann doch immerhin, dass sie nicht einfach nur Bachs Ehefrau und die Mutter von 13 Kindern war, sondern auch, dass sie eine zuverlässige Notenkopistin und Selbstmusikerin war, eine passable Cembalo-Spielerin, vor allem aber eine hervorragende und gefeierte Sängerin, die selbst am Beginn einer glänzenden Karriere stand, als sie Bachs zweite Ehefrau wurde. Doch beginnen wir am Anfang. Geboren wurde Anna Magdalena Wilke am 22. September 1701 als Tochter des Zeitzer Hoftrompeters Johann Kaspar Wilke und seiner Frau Margareta Elisabeth. Auch ihre Großväter, sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits, waren als Musiker tätig gewesen. Wie ihr späterer Ehemann Johann Sebastian war auch sie das jüngste Kind der Familie und wuchs mit 4 Schwestern und einem Bruder in einer ausgesprochen musikalischen Umgebung auf. Ihr Vater entstammte einer alten Hoftrompeterfamilie und es entsprach seinem zunftmäßigen Selbstverständnis, dass auch dessen Sohn später diesen Beruf ergriff und 3 der Töchter sich wiederum mit Hoftrompetern vermählten. Die Mutter entstammte einer in Thüringen und Sachsen ansässigen, weit verzweigten Organistenfamilie und dürfte ebenfalls musikalisch gebildet gewesen sein. So war es geradezu unvermeidlich, dass Anna Magdalena schon früh mit der Musik in Berührung kam. Ihre schöne Stimme und musikalische Begabung werden daher in den Kreisen der Zeitzer Hofmusiker bald aufgefallen und entsprechend gefördert worden sein. In Zeitz, einem der 3 Mitte des 17. Jahrhunderts begründeten kleinen sächsischen Sekundogeniturhöfe, gingen um 1715 buchstäblich die Lichter aus. Die herzogliche Hofhaltung verschlang seit langem mehr Geld, als vom Ertrag ihrer Ländereien und durch Steuern eingenommen wurde. Und die im Verlauf von 7 Jahrzehnten angesammelten Schulden zwangen den Herzog nun zur drastischen Beschränkung seiner Ausgaben. Als erstes traf es die Mitglieder der Hofkapelle und die vornehmlich zu repräsentativen Zwecken eingesetzten Trompeter. So verkaufte Johann Kaspar Wilke Anfang 1718 sein unweit der Moritzburg und des Doms gelegenes Haus in der Messerschmiedestraße und zog mit seiner Familie ins nahegelegene Weißenfels. Dieser Umzug erwies sich für die 17-jährige Anna Magdalena möglicherweise als Glücksfall, denn zu dieser Zeit war am dortigen Hof die weit berühmte Primadonna Christine Pauline Kellner tätig, bei der die junge Sängerin nun möglicherweise in die Lehre gegangen ist. Die 1664 in Stuttgart geborene Paulina blickte auf eine der glänzendsten Karrieren zurück, die eine deutsche Sängerin in ihrer Zeit durchlaufen konnte. Sie hatte an nahezu allen deutschen Fürstenhöfen gesungen und konnte sich sogar gefeierte Operngastspiele in London rühmen. Als sie möglicherweise Anna Magdalenas Lehrerin wurde, hatte sie bereits die 50 und ihren sängerischen Zenit überschritten. Wie auch immer, fest steht jedenfalls, dass wir Anna Magdalenas stimmliche Qualitäten kaum überschätzen können. Dass sie bereits als 19-Jährige mit ihrem Vater am Hof zu Anhalt-Zerbst konzertierte und wenig später als fürstliche Sängerin eine der bestdotierten Anstellungen in der Hofkapelle zu Köthen erhielt, spricht jedenfalls für ihre außergewöhnliche Begabung. Leider fehlen uns genaue Hinweise auf das Repertoire, das Anna Magdalena beherrschte. Doch die Bemerkung, sie habe in der Kapelle mitgesungen, dürfte sich auf solistische Partien in größeren Ensemblewerken beziehen, also auf Arien im Rahmen geistlicher Kantaten oder weltlicher Huldigungsmusiken.
In Köthen dann, wo sich Anna Magdalena seit 1720 als Hofsängerin aufhielt, müssen sich die knapp 20-jährige Sängerin und der 35-jährige Kapellmeister Bach schnell näher gekommen sein. Denn bereits am 25. September 1721 standen die beiden gemeinsam Pate bei einer Taufe. Und mit Übernahme einer gemeinsamen Patenschaft bekundeten damals Verliebte oder Verlobte ihre Absicht, bald selbst eine Familie zu gründen. Reichlich zwei Monate später, am 3. Dezember 1721, heirateten Anna Magdalena Wilke und der Witwer Johann Sebastian Bach und bis zu ihrer Übersiedlung 1723 nach Leipzig, wo Johann Sebastian das Amt des Thomaskantors übernahm, blieb Anna Magdalena auch als verheiratete Frau in der Anstellung einer Kammersängerin. Das Ehepaar Bach war also, und das ist zu dieser Zeit eine absolute Ausnahme, ein berufstätiges Ehepaar. Es ist sogar anzunehmen, dass sämtliche anspruchsvollen Sopranarien in den von ihrem Mann für das Köthener Fürstenpaar komponierten Huldigungsmusiken von ihr ausgeführt wurden. Leicht dürfte es allerdings auch für Anna Magdalena schon zum damaligen Zeitpunkt noch in Köthen nicht gewesen sein, das Familienleben und den Sängerinnenberuf unter einen Hut zu bekommen. Die knapp 20-Jährige sah sich plötzlich damit konfrontiert, einen Haushalt zu organisieren, in dem vier seit 1,5 Jahren mutterlose Kinder lebten, die Bachs erster Ehe mit Maria Barbara entstammten. Außerdem musste sie sich mit der unverheirateten älteren Schwester von Bachs erster Frau arrangieren, die seit vielen Jahren im Haushalt Bachs lebte. Diese Tante Friede Lena war mit ihren 46 Jahren bedeutend älter als Anna Magdalena und es ist wahrscheinlich, dass sie die junge Frau sowohl unterstützte als auch bevormundete. Anna Magdalenas kurze Karriere als fürstliche Sängerin endete jedoch, als Johann Sebastian die Kapellmeisterstelle im kleinen gemütlichen Köthen aufgab und die Familie nach Leipzig übersiedelte. Zwar gab es in Leipzig ein beachtliches Musikleben, jedoch hatte Anna Magdalena hier keine beruflichen Chancen. Die Leipziger Oper war 1720 geschlossen worden und in der Kirchenmusik waren Frauen nicht zugelassen. Belegt ist außerdem, dass in öffentlichen Konzerten in Leipzig bis nach 1750 keine Frauen aufgetreten sind, also auch nicht Anna Magdalena. Aber selbst wenn es für sie gesellschaftlich möglich gewesen wäre, weiterhin als Sängerin aufzutreten, so hätte sie wohl kaum die Zeit dafür gefunden. Denn bis 1742 brachte sie 13 Kinder zur Welt. Zu den ständigen Schwangerschaften kam die Besorgung für den Haushalt. Außer den Kindern und dem Ehemann mussten noch viele Schüler ihres Mannes und zahlreiche Gäste aus nah und fern versorgt werden. Nach einer Äußerung Karl Philipp Emanuel Bachs, dem Zweitgeborenen aus erster Ehe, glich die Kantorenwohnung einem Taubenhause. Neben all diesem Alltagsstress musste Anna Magdalena dafür sorgen, dass Bach die nötige Ruhe für seine kompositorische Arbeit fand. Sie musste ihm den Rücken frei halten, wie man so sagt. Außerdem kopierte sie handschriftlich viele Noten Bachs, wie zum Beispiel die berühmten Cellosuiten. Man fragt sich, wann sie dafür noch Zeit fand, nachts wahrscheinlich. Fest steht, sie muss ein ungeheuer anstrengendes Leben gehabt haben. Wie Anna Magdalena selbst das Ende ihrer Karriere empfand, wie sie ihr Leben als Ehefrau und Mutter aushielt, darüber können wir wieder nur Mutmaßungen anstellen. Für die Bach-Biografen war sie nicht von Belang. Aber abgesehen davon gibt es auch keine Dokumente, wie zum Beispiel persönliche Briefe, die darüber Auskunft geben könnten. Eine kleine Mitteilung in einem Brief Johann Sebastians an seinen ehemaligen Schulkameraden Georg Erdmann vom 28. Oktober 1730, also bereits in der Leipziger Zeit geschrieben, deutet darauf hin, dass es im Hause Bach oft zu Geselligkeiten in Form von Hausmusiken kam, an denen auch Anna Magdalena beteiligt war. In diesem Brief heißt es nämlich: Insgesamt aber sind Sie, die Kinder, geborene Musici. Und ich kann versichern, dass schon ein Konzert vokaliter und instrumentaliter mit meiner Familie formieren kann. Zumal, da meine itzige Frau gar einen sauberen Soprano singet, auch meine älteste Tochter nicht schlimm einschläget. Es darf also mit Recht davon ausgegangen werden, dass der saubere Soprano Anna Magdalenas bei Privatkonzerten in der Dienstwohnung des Thomaskantors ebenso erklungen ist wie in anderen nicht öffentlichen Veranstaltungen, die die Beteiligung einer Sängerin zuließen. So zum Beispiel bei Geburtstags- oder Hochzeitsfesten. Darüber hinaus sind einige wenige Reisen Johann Sebastian Bachs belegt, die er in Begleitung Anna Magdalenas unternommen hat und bei denen ausdrücklich bezeugt ist, dass beide sich hören ließen.
Besonders erwähnenswert in dieser Hinsicht ist ein solcher gemeinsamer Aufenthalt in Köthen im März 1729 anlässlich der Trauerfeierlichkeiten für den im November des Vorjahres verstorbenen Fürsten Leopold, Bachs ehemaligen Arbeitgeber und Freund. Wahrscheinlich hat Bach bei der Komposition der Trauermusik für ihn, von der uns allerdings heute nur noch das Libretto erhalten ist, Arien und Chöre aus bereits vorhandenen Werken dem neuen Zweck angepasst und arrangiert. Sofern diese Annahme zutrifft, so hat die ehemalige fürstliche Sängerin Anna Magdalena drei in der Matthäus-Passion überlieferte Sopranarien, bei denen sie in Leipzig nie hätte mitwirken dürfen, mit lediglich leicht verändertem Text an ihrer einstigen Wirkungsstätte in Köthen gesungen. Ein weiterer Aspekt von Anna Magdalenas häuslichem musikalischen Leben lässt sich in einem mit einem grün gefärbten Einband versehenen Notenbüchlein im kleinen Quartformat nachvollziehen, das Johann Sebastian 1725 seiner Frau als kostbares Geschenk überreichte. Es ist das berühmte Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach. Auf den ersten 40 Seiten hatte Bach eigenhändig zwei seiner anspruchsvollsten Cembalo-Werke notiert, was nahelegt, dass Anna Magdalena nicht nur eine gute Sängerin, sondern wahrscheinlich auch eine sehr gute Cembalo-Spielerin war. Allerdings ist nicht verbürgt, dass sie selbst auch tatsächlich in der Lage war, die spieltechnischen Schwierigkeiten dieser ersten beiden eingetragenen Kompositionen zu bewältigen. Zweifel daran, dass sie selbst diese schweren Stücke spielte, kommen auf, wenn man ihre eigenen Eintragungen betrachtet, die bedeutend anspruchsloser sind. Wie auch immer, in den folgenden Jahren füllten Anna Magdalena, Johann Sebastian, aber auch die Kinder, der Hauslehrer und die Gäste die verbleibenden Seiten mit kleinen Klavierstücken, Liedern und Choralsätzen. Das Büchlein diente also nicht allein der musikalischen Erbauung Anna Magdalenas, sondern war auch ein Unterrichts- und Übungsbuch für ihre Kinder. Es dokumentiert dabei zwischen den Zeilen nicht nur das Verhältnis zweier einander sehr zugetaner Eheleute, sondern stellt auch ein Stück Familiengeschichte dar. Damit gehört es zu den wenigen Dokumenten, die uns einen kleinen Einblick in das private Leben der Familie Bach ermöglichen. Und zu dieser privaten Familiengeschichte gehörten neben der quirligen Lebendigkeit eben auch Tod und Trauer. Besonders in der zweiten Hälfte der 1720er und Anfang der 1730er Jahre häuften sich nicht nur die Geburten, sondern auch die Todesfälle. Drei der 13 Kinder, die Anna Magdalena zur Welt brachte, erlebten nicht einmal den ersten Geburtstag. Vier starben im Kindesalter, nur sechs überlebten ihre Mutter. Und so entsprach die ebenfalls in diesem Büchlein zu findende Arie, schlummert ein ihr matten Augen, sicher nicht gerade selten Anna Magdalenas Seelenzustand in manch schwieriger Situation. Als Bach 1750 starb, gab es kein Testament und kaum finanzielle Rücklagen für Anna Magdalena. 1751 musste sie die Dienstwohnung in der Thomasschule verlassen. Sie fand eine Wohnung in der Hainstraße im Haus des Juristen Heinrich Friedrich Graf, dessen Vater Pate für Anna Magdalenas ersten Sohn Gottfried Heinrich gewesen war. Der Rat der Stadt Leipzig gestattete ihr die Vormundschaft über ihre Kinder nur unter der Bedingung, dass sie nicht wieder heiraten würde. Damit war ihre Verarmung besiegelt. Sogar der traditionelle Anspruch der Witwe auf Zahlung eines halben Jahresgehalts wurde mit der Begründung gekürzt, dass ihr Mann 27 Jahre zuvor bei seinem Dienstantritt bereits eine Vorschusszahlung erhalten hatte. Jedoch erhielt Anna Magdalena Unterstützung von der Stadt Leipzig und der Leipziger Universität und gehörte trotz vieler Einschränkungen zunächst zu den relativ gut versorgten Witwen. Vereinzelt erhielt sie Sonderspenden, zeitweise auch eine Unterstützung durch das Legat von Heinrich Friedrich Graf, der eine Stiftung für arme Witwen und Studenten unterhielt. Insgesamt beliefen sich Anna Magdalenas regelmäßige Einkünfte auf einen Taler pro Woche. Das war kein geringer Betrag und entsprach zum Beispiel dem Einkommen eines Wächters der Stadttore. Eine dramatische Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Situation stellte sich jedoch mit dem 1756 ausbrechenden Siebenjährigen Krieg ein. Die Zinseinkünfte der Legate nahmen ab und so fiel ihre wichtigste Einnahmequelle weg. Einen kleinen Ausgleich konnten private Spenden schaffen, die jedoch im Verlauf des Krieges stetig abnahmen. Als die einstige fürstliche Hofsängerin am 27.02.1760 als Fürsorgeempfängerin, als sogenannte Almosenfrau starb, fristeten die Frauen der Kantorenfamilie Bach ihr Dasein bereits in bitterer Armut. Einige ihrer Töchter lebten als Näherin in der Hainstraße weiter. Später zogen sie in eine Wohnung am Neukirchhof.
Und so wurde Anna Magdalena in einem armen Begräbnis auf dem Leipziger Johannisfriedhof beigesetzt. Ihre Grabstätte blieb in zeitüblicher Weise ohne Kennzeichnung.